Willkommen auf der Samsung Roadshow. Ich bin der Dominik von pkfirme.de. Wir stehen hier gerade vor dem wahrscheinlich von dem Topmodell, was Samsung in 2016 rausbringt. Und zwar, das ist der KS9590. Eigentlich vergleichbar mit dem S995 im letzten Jahr. Mit einziges Modell eigentlich, bis auf einen 88 Zöller, den ich nachher noch vorstellen werde, mit direkter LED-Hintergrundbeleuchtung, natürlich in Curved. Die 9er Serie gibt es leider nur in Curved, dafür hat Samsung aber schon von vornherein in der 7er und 8er Serie jeweils ein Modell, ein einfaches Modell in sein Lineup mit aufgenommen. Wir schauen noch schnell. Das gibt es wieder nur ab 65 Zoll und 78 Zoll. Diesmal gibt es quasi keinen ganz großen 88 Zoller. Der ist quasi jetzt in einer eigenen Modellreihe quasi ausgelagert worden. Hier sieht man auch nochmal die ganzen Technologien, auf die auch Samsung stolz ist. HDR 1000 wird euch vielleicht des Öfteren begegnen. HDR 1000 gibt es ab der 7er Serie. Das bedeutet einfach, dass das Modell natürlich auch alle ein 10-Bit-Panel haben, aber auch 1000 Nits Helligkeit schaffen, obwohl viele nur ein Edge-LED-Hintergrundbeleuchtung haben. Ja, und dann ganz neu ist quasi auch dieses, ich glaube, wie nennt sich das? Absolute Black? Oder schauen wir noch mal kurz. Ich glaube, Absolute Black heißt die Technologie. Und zwar, das ist, wenn ein ähnlicher Effekt wie die Augen von den Motten, die quasi das Licht nach außen ablenken, sodass die Augen nicht selbst leuchten, aber das ganze Licht quasi erfasst werden kann. Und so ist es hier genauso. Wir hatten vorhin eine Demonstration, was sehr interessant ist. Und zwar, wenn man direkt von vorne auf das TV-Gerät schaut, man kann wirklich viel weniger Spiegelung wahrnehmen als zum Beispiel beim letztjährigen Modell, beim JS 995. Also das ist wirklich eine Verbesserung. Wir hatten auch die Präsentation dieses Modells in einem sehr hellen Raum. Er hat mit einem Laserpointer zum Beispiel drauf geleuchtet und das Licht vom Laserpointer wurde eigentlich komplett geschluckt. Auch die ganzen Reflektionen hier, die kann man dann eher nur, wenn man ganz an den Rand geht, dann fängt es langsam an zu reflektieren, weil, wie gesagt, das Licht zur Seite hinweg geleitet wird. Hier, wenn ich jetzt in die Mitte gehe, kann man jetzt auch noch die Spiegelung sehen, aber wirklich nur, wenn es komplett dunkel ist, obwohl das jetzt nicht sehr gut aussehen hat, aber wie gesagt, sobald das Gerät läuft, dann teilweise auch in den dunklen Passagen, finde ich jetzt, dass es eine wirkliche Verbesserung ist. Vor allem bei diesem Curved-Modell war ich teilweise sehr begeistert, fand ich gut. Natürlich jetzt nicht zu vergleichen mit einem OLED, der von vornherein schon weniger spiegelt und auch einen besseren Kontrast hat. Aber auch der Kontrast von der Seite, finde ich, ist verbessert worden. Also wenn man dann ganz normal 3 bis 4 Meter davon weg sitzt, dann ist es, glaube ich, eine runde Sache. Die anderen Modelle werde ich auch alle vorstellen. Hier zeige ich euch nochmal, und zwar habe ich auch in einem eigenen Video, und zwar gibt es eine neue One Connect Box Mini, die ab der 7er Serie dabei ist, auch jetzt hier bei diesem Modell. Also es wird nicht mehr dieses ganz große Modell geben, diese ganz große One Connect Box, was auch nicht schlecht ist, weil die hat keinen Lüfter, die ist total leise und hat alle wichtigen Anschlüsse, also von daher vielleicht auch kein großer Verlust von dieser One Connect Box. Mehr Informationen auf pkfirme.de, auf unserer Facebook-Seite oder auf unserem YouTube-Channel.